König auf dem Sonnenhausplatz unsere niederländischen Freunde begeistern. Der Sonnenhausplatz, Treffpunkt des Brauchtums in Mönchengladbach. Gladbachs Platz an der Sonne fürs Brauchtum. Menschen satt, Stimmung satt, Essen und Trinken satt. Gestern war es lecker warm, heute haben wir die idealen Festtemperaturen. Die Musik kommt und mit der Musik kommt der neue Bezirkskönig. Er kommt mit der Ehrenformation des Bezirksverbandes. Die Majestäten ziehen auf und die Königswache steht bereit. König und Minister kommen nach vorne. Bitte nicht von der Bühne fallen, ganz nach vorne bitte. Die jungen Majestäten. Der Mann mit Zylinder, das ist der neue Bezirkskönig. Gestern ermittelt hier. Bei brennender Sonne, unter brennender Sonne, heute bei frischem Lüftchen unterwegs. Der Strahlemann unter den Königen in Mönchengladbach, Jens Rupp, Ausstatt bitte, unser Bezirkskönig für ein Jahr. Lieber Jens, herzlich schön! Wunderbar, das sind die beiden Minister. Michael Färbock aus Westend und Barbara Krämer aus Hochstein. Auch Ihnen herzlich schön! Und dann haben wir die Jugendmajestäten. Nachmal alle Namen müssen wir mitkriegen. Bezirksprinz Philipp Teuerzeit aus Unterecke. Bezirksschülerprinz Philipp Robens aus Waldhausen. Ritter Tobias Porz aus Lürb. Und auch hier, ihr winkt mal schön zu. Einmal winke, meine jungen Majestäten. Winke, 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 winke. Herzlichen! Also, das sind die Repräsentanten des Brauchtums. Die haben jetzt tapfer gearbeitet. Seit 12.30 Uhr im Dauereinsatz. Und die haben jetzt eins verdient, dass ein Bierchen getrunken wird. Das machen die jetzt auch, da bin ich sicher. Und deshalb würde ich sagen, ihr rutscht mal ein klein bisschen zur Seite. Und wir stellen mal unsere Truppe vor. Auf Zack im Frack historisch unterwegs. Sissi, wir wollen Sissi singen. Also, Gladbachs Geschichte ist nicht reich an kaiserlichen Besuchen. Deshalb holen wir uns aus dem Geschichtsbuch passende Persönlichkeiten und finden auch Gladbacher Persönlichkeiten sehr schön. Ja, er muss sich dranhalten, der Norbert Bruder aus Franz Josef, der Bart geht ab. Aber wir kleben ihn nachher mit Altbier wieder an. Also, unsere Sissi aus Mönchengladbach, Barbara Gerzmann, Norbert Bude als Franz Josef. Die beide, hallo Mats, und die beiden sind im 19. Jahrhundert zu Hause. Das Liebespaar des 19. Jahrhunderts ist zu Gast in Mönchengladbach. Und warum? Weil der Generalfeldmarschall, der damalige Kriegsminister, ein Bülandreit ist. Und wer sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, weiß Bülandreit. Reit, da war doch was. Ja, die Herren von Büland haben auf Reit residiert. Und einer aus dem großen Spross, ein großer Spross dieser Familie, der kam in Wien zu hohen Ehren. Arthur Graf von Bülandreit. Und unser Michael Schröhren heißt nicht Arthur, sieht aber toll aus und kommt nach vorne. Graf Arthur zu Bülandreit, Michael Schröhren. Und wen haben wir dabei? Monika Bartsch, Sabine Fischer und die beiden Kleinen, das sind Mats und Johanna, Johanna und Mats. Und ihr zeigt euch jetzt mal, ihr wart eben in der Kutsche zu sehen, die frühere Oberbürgermeisterin mit Tochter und Enkelkindern. Herzlich willkommen, Monika Bartsch, Sabine Fischer, Mats und Johanna. In der Abteilung auf Zack im Frack sind viele dabei, die wichtig sind in Mönchengladbach und die Sie nachher alle persönlich unten kennenlernen können. Die kommen nämlich runter und sagen guten Tag. Wer noch nie Ärger mit der Polizei gehabt hat, kriegt auch heute keinen. Der Polizeipräsident ist persönlich da, Matthias Wisselmann. Mal nach vorne kommen. Okay, aus dem Landtag, Jochen Klenner. In der Abteilung Geburtshilfe, Dr. Ralf Dürselen, Kliniken Neuwerk. Von der Volksbank,
Franz Dirk Meuers. Aus dem Mönchengladbacher Karneval entflohen in den Sommer Gerd Kartäuser. Ihr Fachmann für Haus und Immobilien Norbert Bienen. Der Experte für die NEW. Gas, Wasser, Strom, Schwimmbäder, alles was man hat. E-Scooter, Frank Kindervater. Von der SPD der Fraktionsvorsitzende Felix Heinrichs. Herzlich willkommen. Ja, der hat die Handschuhe im Hut. Da muss man ja Vorratswirtschaft betreiben. Das ist ja gar nicht schlecht. Also, der Stef der Stadtsparkasse ist verloren gegangen. Hartmut Luck, vielleicht ist er irgendwo unterwegs, wir werden ihn sehen. Gunther Konrad ist da. Nothelfer über lange Jahre, ein guter Freund, Professor Gunther Konrad. Manuela Lunen ist da aus dem Rat der Stadt. Herzlich willkommen. Irgendwo war auch noch Petra Heinen-Daumer, die Bürgermeisterin, aber glücklicherweise auf dem Weg verloren gegangen. Sie wird noch in Erscheinung treten. Haben wir. Und jetzt kommt nach vorne das Europakönigspaar. Irma und Leo mit entsprechendem Gefolge, mit Königsadjutant aus Mönchengladbach, Heinz-Josef Katz. Das ist das Europakönigspaar. Leo und Irma, das sind wunderbare, nette Menschen. Und wir sagen lieben Dank und herzlichen! Passt doch. So. Und weil Holländer da sind, wollen wir auch entsprechende Musik hören. Die Marching Band wollte was spielen, habe ich gehört. Ja, dann mein Jungs, 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 dann schnell auf in den Kampf nach vorne. Also, wir feiern das Wir-Gefühl, wir feiern europäische Ideen und machen das mit Begeisterung, mit Musik, mit viel Freude und unter Sonnenschein. Vier. Liebe Freunde des Rauchens, es geht weiter mit dem Programm. Die Könige machen sich dran heimlich davon, denn wir haben Durst und vielleicht geht's los. Tanzen, aber sie kann tanzen, sie kann singen, sie kann Spaß machen, sie kann Stimmung bringen, das tut sie jetzt in Mönchengladbach. Spaß dabei. Du willst dich jetzt bewerben.